Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Eine einzige Nebenmission steht uns noch bevor. Dann haben wir auch die Planetenquests alle abgeschlossen. Die ist zufällig im selben Cluster. Wir müssen nur in ein anderes System. Und zwar müssen wir ins Skepsis-System. Da, wo das Massenportal sowieso ist. Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Raketenangriff stoppen. Ist das die Quest? Das ist die Quest. Warum kriegen wir die Quest angezeigt? Erstmal tanken wir. Gluck, 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 voll. Franklin, Raketenangriff stoppen. Anomalie geortet. Keine Ahnung, vielleicht hätte ich mal in unser Postfach gucken sollen. Wahrscheinlich finden wir da irgendwie... Das mache ich nochmal kurz. Weil ist ja kein Thema. Geht ja schnell. Sie haben neue Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal. Eine neue Nachricht erhalten. Sag ich ja. Start einer Rakete vom Typ Javelin 2 geortet. Gut, dann machen wir das so, wie es sein soll. Von Edi. Ursprungsplanet Franklin, Skepsis-System Sigurd Zwiege. Notsignal empfangen, Nachricht folgt. Die Allianzkolonie auf dem Planeten Franklin wird von radikalen Batallianern angegriffen. Die Terroristen haben eine Javelin-Raketenbasis in der Nähe übernommen und zwei Raketen in Richtung der Menschenkolonie abgefeuert. Die völlige Zerstörung der Kolonie droht. Wahrscheinlichkeit für Überlebende bei Raketeneinschlag 0. Die Notfallschalter für die Raketen befinden sich im Inneren der Basis und werden von den batarianischen Kämpfern schwer bewacht. Die Allianz-Streitkräfte sind hoffnungslos unterlegen. Der Verlust der Kolonie, die erste dieser Größe, wäre ein vernichtender Rückschlag für die Expansion der Allianz in den Terminus-Systemen. Erbitten sofortige Unterstützung. So, damit wir auch ein bisschen was über den Hintergrund dieser Raketen, dieser gestarteten Raketen wissen. Und jetzt ab geht die Post. Anomalie geortet. Ja. Franklin ist ein großer Mond mit einer Exosphäre aus Kohlendioxid, aber auf seiner unwirtlichen Oberfläche weist nichts auf Wasser oder irgendwelche Lebensformen hin. Um Watson vor den Piraten aus den Terminus-Systemen zu verteidigen, verfügt Franklin über zwei Allianz-Raumhäfen und Marinebasen, wobei jede davon 6 Jägerschwadronen sowie eine geheime Anzahl von interplanetarischen Raketen in den Einsatz schicken kann. Durch Masseneffektfelder wird die Schwerkraft in beiden Anlagen auf einem Niveau gehalten, das problemlos auch längere Aufenthalte ermöglicht. Sweet. Start geortet. Sofort Notfallbunker aufsuchen. Ich wiederhole, Javelin. Sonde gestartet. Notfallbunker. Ich habe etwas gefunden. Okay. Anomalie geortet. Scans orten Allianzkolonie, verteidigt von einer Javelin 2 Raketenbasis. Einem Notsignal zufolge wurde die Basis von Batarianern übernommen, die nun zwei Raketen Richtung Allianzkolonie abgefeuert haben. Die völlige Zerstörung der Kolonie droht, Wahrscheinlichkeit für Überlebende bei Raketeneinschlag 0. Finden Sie die Steuerkonsole in der Javelin 2 Raketenbasis. Zeit bis zum Einschlag berechnet. Gruppe hat nach der Landung der Shuttles 5 Minuten Zeit, um die Raketen zu deaktivieren. Eine Zeitmission, ich hasse Zeitmissionen. Das mag ich echt nicht. Auch wenn die Zeit in den meisten Fällen ausreichend ist, setzt man sich selber automatisch so unter Druck, dass man es im Endeffekt, obwohl die Zeit eigentlich locker reichen würde, ab und zu dann eben doch verkackt. Und sowas mag ich nicht. So, wir nehmen... Fane mit. Und wir nehmen Kazumi mit. Nein, wir nehmen Tali mit. Dann müssten wir eigentlich gegen alles was dabei haben. Da, so ist so eine schicke Javelin-Rakete. Okay. Na, vier Auge, alles frisch. Warnung, zwei Raketen. Bewaffneter Konflikt. Kann nicht sagen wann. Oh, aber ich. Ausgeschaltet. Geh zum Ozean. Ah, hier geht's gar nicht lang. Hab ein bisschen Stress. So, ich starte umgehen. Gut, umgehen tun wir ja, außerhalb des Raumzeitkontinuums. Deswegen ist das kein Problem. Einer gefallen. Perfekter Schuss.
sauberer Kill. So. Ich brauche Deckung! Hä? Ja, wo denn? Dahinter, okay. Oh fuck! Jawohl, Flankenangriff. Oh, hier stehe ich ja ganz beschissen. Einen Schritt näher. Gut. Energiezelle öffnen. Muni sieht gut aus. Jo, wir sind voll. Darum hat die Energiezelle auch Credits gegeben. Logisch, logisch, logisch. Hier war gerade irgendwas. Raketensilo, Tür umgehen. Da, raffiniertes Palladium. Okay. Mehr Feinde unten? Nö. Okay, wir umgehen. Ich habe auch überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Ich hoffe, wir sind gut dabei. Hab mich eigentlich mehr darauf konzentriert, die Gegner umzumieten. Habe Schilde verloren. Ja, Mann, Deckung! Wo ist denn das Problem? Batarianischer Commander. Tschüss, Mann. Lässig geschafft. Oh, Wandsafe. Oh, der war gar nicht zum Umgehen. Na dann. Starte Hacken. Hallo, Spiel? Danke. Nee, das ist das Falsche. Hallo, Spiel? Was ist denn hier los? Da. Meine Herren. Es ist nur noch ein Code für die Notfallschalter übrig. Daher kann nur eine Rakete aufgehalten werden. Retten Sie mit dem Notfallschaltercode das Ziel Ihrer Wahl. Nein, wir retten das Wohngebiet. Oder? Raumhafen, Industriegebiet. Notfallschalter die Einsetzung, um Interessen der Allianz und taktischen Vorteil zu wahren. Allerdings auf Kosten von 100... Nee. Wohngebiet auf jeden Fall. Hauptstadt retten. Wir haben es geschafft. Industriegebiet kann man wieder aufbauen. Waffen und sowas. Raketenabschussbasen, whatever. Kann man alles nachrüsten. Aber nicht die Menschen. Also. Haben wir das? Wupp. Und weggehen. Das war die letzte Nebenmission. Batarianische Extremisten daran gehindert, die Kolonie auf Franklin zu zerstören. Besiedlungskern der Kolonie bewahrt, tausende von Leben gerettet. Wupp, 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 wupp. Perfekt. So, dann werde ich nochmal ein bisschen mit den Leuten quatschen. Gucken, ob die jetzt nach diesen ganzen Nebenquests noch irgendwas zu sagen haben. Und wenn nicht, dann starten wir beim nächsten Mal mit dem Overlord-DLC. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Oh, keiner schreibt mir. Hallöchen, Mordi, noch weitere Liebestipps vielleicht? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Alles cool, Mann. Haben Sie mal eine Minute Zeit. Kein guter Zeitpunkt. Noch etwas? Okay. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Moment. Hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich sprinten.
Aber wir können eigentlich auch direkt mal durchlatschen zu Jacob. Hallo, Bruder Jakob. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich will über die reden. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Klingt gut. Ich könnte ein wenig Freizeit vertragen. Irgendwas ist ja immer, stimmt's? So wie manche reden, könnte man meinen, wir wären bereits tot. Es ist schwer für eine Crew, sich bei so einem Job zu entspannen. Das Schiff braucht eine Bar auf jeden. Wohl wahr. Die nächste Normandy kriegt eine Lounge. Hoffentlich müssen die das nicht nochmal machen. Alles wieder neu zu bauen, war eine höllisch anstrengende Nummer. Das kann ich bestätigen. Ja, ich wette, dass sie das können. Wenn wir versagen, glaube ich nicht, dass jemand die Kohle springen lässt, um mich wieder zusammenzuflicken. Schon harter Job war, Shepard? Zu den Guten zu gehören? Es wäre nicht der richtige Weg, wenn es leicht wäre. Man stelle sich mal vor, dass alle, die jetzt auf unseren Sieg hoffen, sich erheben würden. Dann müssten die Kollektoren eine weitaus größere Schlacht schlagen. Schießen. Wie auch immer. Ich wette, wir haben jede Menge neue Freunde, wenn wir siegen. Hoffentlich erleben wir das noch. Ich hab's vernommen. Wie auch immer, ich muss zurück an die Arbeit. War schön, mit Ihnen zu reden. Ach Mann, Jacob, natürlich überleben wir das. Ist doch keine Frage hier. So, ich denke, Joker wird nichts zu sagen haben. Deswegen fahren wir mal zu den Mannschaftsquartieren. Grasen wir einfach mal alle ab. Es sollten eigentlich nicht viele was zu sagen haben. Mit den meisten haben wir die Gespräche sowieso schon durch. Ich glaube, bei Garrus kommt da auch nichts mehr. Der kalibriert jetzt nur noch bis zum Ende des Spiels vor sich hin. Und dann ist alles cool. Einige haben ja auch vermutet, dass er nicht kalibriert, Shepard, sondern dass er heimlich zockt. Brauchen Sie was? Die Sau. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in einer Kalibrierung. Zock weiter, Mann. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich werde der zockt Mass Effect. Mass Effect 3 Multiplayer. Miranda. Lass Miranda denn Sevilla. Zack. Commander, ja? Was kann ich für Sie tun? Schwätzen wir. Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Es gibt viel zu tun, Shepard. Später vielleicht. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Genau, mach mal was für dein Geld. So, dann hätten wir hier die gute Samara. Reden wir. Wie geht es Ihnen? Können wir uns später unterhalten? Wie geht es Ihnen? Können wir uns später unterhalten? Ja, tschüss, Mann. Ich muss jetzt. Tschüss, Frau. Gut. Thane hat uns ja auch seine komplette Lebensgeschichte offenbart. Da sollte nichts mehr kommen. Brauchen Sie etwas? Haben Sie ein paar Minuten später. Ja. Ich möchte erst darüber nachdenken. Ich muss jetzt gehen. Ich kehre zu meiner Meditation zurück. Okay. Und Kazumi hat vielleicht noch ein paar Short News. Ich habe gerade an Sie gedacht. Cool. Edie hat einen kranken Sinn für Humor. Oder sollte ich sagen, es ist witzig, dass sie keinen hat? Manchmal kommt sie mir vor wie ein Mensch. Aber letztlich bleibt sie dann doch ein Computer. Ja. Einer von der Sicherheitsmannschaft starrt mich ständig an. Ich glaube, er heißt Bird. Dass Sicherheitsleute mich beobachten, ist nichts Neues. Aber meistens achten sie auf meine Augen oder meine Hände. Vielleicht sollte ich ab jetzt nur noch getarnt durch das KIZ spazieren. Der Bird, der alte Lümmel. Ich reise normalerweise versteckt im Laderaum. Es ist schön, wenn man zur Abwechslung mal aus dem Fenster sehen kann. Hatten wir das nicht schon, Kazumi? Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Okay. Schwuppdiwupp und noch eine Etage tiefer. Da haben wir dann noch Grunt und Tali und Jack und Said. Gucken wir auch mal kurz vorbei. Shepard. Grunt. Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Kampfmeister, ich habe alles. Ein Clan, ein Volk und Feinde zum Bekämpfen. Yes. Das ist vorerst alles. Alles, was Shepard. Ein Kruganer braucht. Shepard. Oh, sorry. Das ist vorerst alles. Shepard. 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 Ich glaube, wo ist Shepard? Den hatten wir schon. Den hatten wir im ersten Teil. Ich glaube, wo ist Shepard? Diep, diep, diep. Zaed. Wie ist denn die Lage? Wollen Sie noch eine Lektion? Jack, Patient 0. Wie man sie auch nennen mag.
Ein Wahnsinnsmädchen. So eine destruktive kleine Schlampe hätten wir vor 10 Jahren gebraucht, als wir blind in die kroganische DMZ gegangen sind. Wir haben zwar viele Kroganer getötet, aber auch viel zu viele Männer verloren. Ich habe so einiges Verrücktes gemacht. Aber ich habe noch nie versucht, es zu Fuß mit einem Dreschschlund aufzunehmen. Tja, wir haben ihn umgemietet. Wenn man einem Dreschschlund begegnet, gibt es eigentlich nur ein Motto. Lauf so schnell du kannst. Beine in die Hand und weg. Kroganer wissen es wohl nicht besser. Aber es war ein Wahnsinnskampf. Auf jeden Fall. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Okay. Haben wir da auch noch ein bisschen Infos abgegrast? Dann jetzt Jack. Hallo, die könnte auch noch was zu sagen haben. Da haben wir noch nicht so viel gehört, glaube ich. Hey. Hi. Erzählen Sie mir etwas über sich, das ich noch nicht weiß. Da gibt's nichts zu erzählen. Warum? Ich bin neugierig. Ich will mein Team kennen. Ich möchte mehr wissen. Und vorher gehe ich nicht weg. Au. Ich bin hier, um für Sie zu kämpfen. Dafür müssen wir nicht befreundet sein. Aber wie auch immer. Irgendwas, das Sie nicht wissen, oder? Was offensichtlich ist, wie was mit meiner Tinte los ist. Oder was anderes, das genauso langweilig ist. Hä? Es interessiert Sie doch gar nicht, wenn es Sie nicht selbst betrifft. Ich habe diese Scheiße schon so oft erlebt. Ich könnte es doch ernst meinen. Wie wollen Sie das ausschließen? Ich habe Augen im Kopf und schon einiges erlebt. Sie wenden sich ab, sobald Sie rauskriegen, dass Sie nicht der Erste sind und ich gegen Ihre Hilfe immun bin. Ah ja, dann fragen wir die aber jetzt trotzdem aus. Gekauft. Was ist mit den Tattoos? Manche stehen für Gefängnisse, in denen ich war, andere für erledigte Feinde. Sie wissen schon, die Guten. Manche stehen für das, was ich verloren habe. Aber die gehen Sie nichts an. Die gehen niemanden was an. Und manche sind... Hey, warum eigentlich nicht? Hä? Sie arbeiten hart, niemanden an sich ranzulassen. Ich habe viele Leute kennengelernt. Aber Freund oder Freundin hatte ich nie. Das ist nur Zeitverschwendung und funktioniert sowieso nicht. Wenn dir jemand so nahe kommt, heißt das nur, dass ihm ein kürzeres Messer reicht. Einsam und am Leben ist mir viel lieber. Besten Dank. Okay. Sie sind hart, aber lange können Sie so nicht überlebt haben. Am Anfang war ich mit einem Mädchen namens Manara und ihrem Freund unterwegs. Sie kannten sich aus. Ich dachte, sie würden mir helfen. Von wegen. Sie half mir in ihr Bett. Und als wir endlich mal größer absahnten, haben sie meinen Anteil eingeschoben. Ich wusste, worauf es hinauslief. Und kam ihnen zuvor. Seitdem habe ich mich nie mehr um Freunde bemüht. Okay. Sie waren bestimmt Arschlöcher, aber das heißt nicht, dass sie töten wollten. Ich hab's gespürt. Beweise waren nicht nötig. Ich hab das Richtige getan. Ich tue immer das Richtige, wenn Leute mich verarschen. Das sollten sie nicht vergessen. Na klar, Jack. Ich muss gehen, aber wir sollten das fortsetzen. Moment. Jetzt hab ich mal eine Frage. An diesem Punkt sind die meisten schon weg. Warum wollen Sie das alles wirklich wissen? Begutachten Sie mich? Wenn es nämlich nur um Sex geht, sollten Sie das verdammt nochmal einfach sagen. Darum geht's mir nicht. Ja. Ich verstehe Sie nicht. Sie wollen nichts, kommen aber immer wieder vorbei. Ach, Jack. Okay. Vielleicht reden wir später weiter. Bisschen schnacken kann doch nichts schaden. So, und jetzt statten wir Tali noch einen Besuch ab. Dazu müssen wir allerdings da lang. Gabby, für Sie ist die Normandy doch eindeutig eine Sie und kein Er, oder? Natürlich, die Normandy ist das süßeste Mädchen von allen. EDI ist auch eine Sie. Tali ist sogar ganz eindeutig eine Sie. Worauf wollen Sie hinaus, Kenneth? Ich will nur sagen, dass ich mich hier ein wenig bedroht fühle. So viel weibliche Energie und ich bin der einzige Mann. Sie sind so ein Arsch. Sehen Sie, woran Sie schon wieder denken. Ich muss wirklich auf mich aufpassen. Ich mag die beiden. Tali! Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn... Tali, ich kann es nicht. Hatten wir schon. Nichts für ungut, Shepard. Hatten wir schon. Gut. Dann haben wir jetzt tatsächlich alle abgegrast.
fahren wieder hoch ins Kampfinformationszentrum. Und widmen uns beim nächsten Mal dem... Keine Nachrichten für Sie, Commander. Danke, dem Overlord-DLC. Bis hier sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao, ciao, bis zur nächsten Folge.